Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus 7 Days. Ihr seht, ich bin schon fleißig am Dach bauen. Material ist alles, oder das bisschen Loot, was wir ja doch mitgenommen haben, habe ich schon mal in die Schränke gepackt. Schreierin war auch kurz da. Da habe ich gesagt, ihr darf gehen. Ihr seid noch nicht dabei. Sie soll später wiederkommen. Mal sehen, ob sie sich dran hält. Wenn nicht, dann habe ich es zumindest versucht. Ja, Dach fertig machen. Zumindest die Dachschräge. Ja, ich finde, es sieht gleich viel besser oder gleich eher nach einem Dach aus. Ich habe hier ringsrum mal die Blöcke gesetzt, also eine Art Gerüst. Weil was ich hier runtergefallen bin bis jetzt, da zack, wieder. Ich schüpfe grundsätzlich in die Löcher. Ja, das vorherige Dach hat mir zwar vom Inneren und von der Schräge irgendwie besser gefallen, mindestens im Einzelnen und vom Detail her, aber ja, wenn der Gesamteindruck nicht stimmt, macht das ja wenig Sinn. Nun ist halt die Frage, hat es am Ende noch den gleichen Charme? Das ist wieder. Das Sauerkrautgebaue ist auch so eine Sache. Eine falsche Taste gedrückt, ist es wieder weg. Dann fängst du wieder an, den Block zu kopieren. Ja, dann wieder nur halb passt. So. Den haben wir, dann brauchen wir den dort. Naja, hat ja bald ein Ende. Bald ist das Dach drauf und dann bin ich glücklich. Wobei, glücklich ist man ja eigentlich nie, oder was ist nie, aber in 7 Days findet man ja immer irgendeine Baustelle, wo man noch was bauen könnte. Ach, da könnte man dort noch ein Action und da noch ein Action und also echt mal, da könnte man doch auch noch. Naja, das ist, und ich bin da sehr empfänglich für solcherlei dummen Gedanken. Wobei, dumm sind die Gedanken ja nicht. Aber ihr wisst schon. Man kommt vom Hundertstel ins Tausendstel und dann wird man nie so recht fertig. So, dann lasst uns mal gucken wegen den Ecken. Außenecke. Ich hoffe, das sind die richtigen. Ja. Sind sie. Allgemeinerweise ist das Aufwerten des Dachs damit auch so eine sehr wirre Aktion. Weil das ist ja nicht nur einlagig, das Dach jetzt sozusagen, sondern zweilagig. Wir haben ja die Gegenblöcke in drinnen ja auch noch. Sprich, ich muss mir drinnen dann wieder ein Gerüst bauen und drinnen rumturnen. Und plups, wieder runtergefallen. Aus diesem Grund habe ich mir das Baugerüst außenrum gebaut. Naja, sieht doch schon mal fast gut aus. Bin ja gespannt, wie es von innen dann aussieht. So, und jetzt müssen wir. Witzig, Dach in Dach. So. Dann brauchen wir noch den Block. Und den. Dann hüpfen wir mal raus. Nicht, dass wir uns hier einbauen. Die Spitze finde ich persönlich ein bisschen zu kräftig. Aber vielleicht kann man die ja ein bisschen abmildern.
Schade ist halt, man kann mit dem Dach nicht wirklich viel anfangen. Dort ist es so klein und eng bemessen. Ja. Mach es zu. Ja. Irgendwann schaffe ich es, wenn ich mal groß bin, dass ich bis rüber springen kann. Viel besser ist es nicht geworden. Ist jetzt zwar höher von der Dachfläche. Ich sehe schon, da kommt, dass ich am Ende doch oben ein Flachdach drauf mache. Wir gucken mal von drin. Von drin sehen wir halt nicht besonders viel. Wie macht ihr denn das? Baut ihr die schrägen Dächer oder macht das euch einfach und baut Flachdächer? Mir ist eine Mühe gegeben mit den Dachbalken hier. Ja. Und wieder runter. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß schon, warum ich kein Dachdecker geworden bin. So. Was du willst, dann passt das mit den Stützen dann ja nicht mehr. Und die waren zwingend notwendig. Weil ich habe ja die Träger hier, sind ja Stahlträger. Weil der Abstand so breit ist, dass wenn ich mich in die Mitte vom Dach gestellt habe, ist das Dach eingestürzt. Eine sehr lustige Sache. Denkst, okay, jetzt hast du das Dach fertig, alles stabil. Und dann kracht der ganze Schmus einfach zusammen. Müssen wir mal schauen. Gibt's die auch in normal schräg? Schräge 60. Neigung Pfosten links. Wäre ja dann praktisch die. Oh Gott. Soll darüber sein. Ja. Und nun ist halt die Frage, sind das die inneren Blöcke oder? Vollflächig. Also wenn jetzt alles passt, ist die Dachhaut jetzt nicht braun. Ja, passt. Gott. Wer hat denn das hier nur erfunden? Nehmen wir den hier. Man muss halt viel Unterstützung haben. Ich habe so langsam die Nase voll. Jedes Mal, wenn ich hier aufnehmen will, überlegt sich Nachbar, ich muss jetzt mal bohren. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nicht ganz so laut rübergekommen. Aber ich habe halt nur so gewisse Zeiten, wo ich aufnehmen kann.
Mindestens, wenn ich von der Arbeit zurück bin. Und wenn da der Nachbar jedes Mal anfängt, hier Rambazamba zu machen, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Und selbst wenn ich am Wochenende aufnehmen will, wurde er. Selbst sonntags. Haben wir alles schon erlebt. Irgendwann muss man ja mal fertig sein mit Bohren. Ich weiß nicht, was manche Leute so den ganzen Tag treiben, aber irgendwann sollte man doch mal fertig sein. So. Den weg und das dorthin. Und dann muss ich ja noch die Extrastützen machen. Weil die gehen ja nun nicht bis ganz hoch. Ich komm. Gibt gleich ein großes Hallo und dann ist das ganze Dach eingestürzt. Ja. Aha, gemeinerweise sind die jetzt nicht in der Mitte. Ach, was ist denn das für ein Quatsch? Neigung, Füller, Rampel. Neigungssäule. Warum gibt es die nicht nicht nach außen? Das Spiel mag mich nicht. Eindeutig. Nun gehen mir die Ideen aus. Ich müsste den Holzrahmen. Nein. Sozusagen auch ein Stückchen weiter nach außen setzen. Ganz prima. Ne, mittig. Kreuz mittig. Wenn immer der Anfang gemacht ist, dann klappt das ja auch wieder. Aber dazu muss er erstmal gemacht sein. Gut, dann brauche ich jetzt vielleicht nicht ganz so viele zu machen. Da. So. Dann gib mir den nochmal her. So, da kann ich hier ja die normalen Blöcke wieder reinsetzen. Na komm her. Man muss es ja nicht übertreiben mit der Schönheit. Ich kann die Blöcke nicht mal einfach wegnehmen. Weil es sind ja jetzt die Stahlblöcke. Und jetzt renne ich mir sozusagen die ganze Zeit hier selbst im Weg rum und ich kann sie noch nicht mal annähernd ändern. Weil ich hier dazwischen nichts bauen kann. Also ich könnte jetzt hier, aber ich rutsche dann trotz all dem immer wieder zwischen den Ritzen rum.
Ja. Mensch. Ja. Nach der Aktion von gestern war ich dann doch etwas geknickt, geläutert, weil so eine grauenvolle Mission, noch nicht mal die, wo ich damals gestorben bin, wo wir beim Butcher Pete waren, hat mich so runtergezogen. Weil war schon arg heftig, gerade dadurch, dass ich ja so freudestrahlend und lustvoll in die Mission gegangen bin. Und dann, naja, aber es ist halt immer so, wenn du im Nahkampf bist, sind Rattenlöcher schon richtig böse. Du hast dann keine Chance. Haben wir gesehen. Haben wir dann aus allen Ecken und Enden. Müsst ihr jetzt rein theoretisch hier das Kreuz hin. Und das passt aber doch vorne und hinten nicht. Nach hinten ist noch eine. Hinten ist eine, also passt eigentlich. Aber ich glaube, wir werden wohl noch weiter rüber müssen. Von der Wand aus eine, von der Wand aus eine. So. Aue. Von der Wand aus einer, habe ich gesagt. Passt. Sehe ich nicht mehr durch. Diesesjenige welche? Ja, Baurunden muss man mögen. Warum tut mir es jetzt schon leid, wenn ich euch damit belästige? Aber ich möchte ja nun nicht immer für mich alleine hinbauen, dann euch nur ein Ergebnis präsentieren. Gerade jetzt. Wo es ja nun langsam aufs Ende des Hausbaus zugeht, ist es doch schön, wenn man gemeinsam Erfolge präsentieren kann oder einen Erfolg erreichen kann. So. Wenigstens ist die Musik im Hintergrund schön oder entspannend. Oh, da geben wir das Kreuz wieder. So. Wir würden springen für Arme. Ja, würde ich doch sagen, sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Im Moment jetzt jedenfalls. Der Leiste. Da oben. Es ist zwar hohl in der Wand. Aber was soll ich sagen? Das sieht ja keiner. Passt.
Da nicht. Da ja, da nicht. So. Dann sollte das erstmal passen. Wir machen erstmal hier die Ecken noch zu. Wegen Gesamtbilden, jetzt kopieren wir uns das. Dann haben wir es doch schon fast. Ja, was heißt fast? Es ist halt ein verdammt hoher Raum da oben drüber, der nicht sonderlich schön aussieht. Ich sehe jetzt gerade, hier die Kante sieht auch nicht besonders schön aus. Mach das mal weg. Hier stoß mal ordentlich auf die Außenwand. Und hier natürlich nicht, weil wir hier ja innen drinne den Koffer haben. Wie lösen wir denn das jetzt? Ja, das schöne, feine Englische ist es nicht. Es gibt ja auch hier keine Verbindung dazwischen. So, ich müsste praktisch den dort wegnehmen. Und welch einen welchen? Packen. Upp. Naja, so ein bisschen ist das der Ursprung, wie es geplant war, doch etwas abhanden gekommen. Dumm. Es müsste eigentlich hier auf dem Xel müsste diese Szene sein. So. So macht das nämlich mehr Sinn. Das ist, wenn in den Ecken ist. Dann passt das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es so ein spezielles Teil dafür gibt. Je, je. Da drüben geht's. Ins, dort. Die Wand näher ran ist. Ich wusste doch, dass das wieder eine ewige Bastelei wird. Immer her.
Wenn ich sage jetzt okay, einen Zwischenboden einbauen. Wenn ich jetzt hier indirekt. Na gut, dann habe ich hier wieder das Problem mit dem Rahmen. Mensch. Hier so indirektes Licht einbauen, aber es gibt nun mal nicht, was wieder genau das macht, was ich brauche. Ich bräuchte das Kreuz mit einer Ecke zu. Ich wollte ja eigentlich den Dachstuhl oben als solches behalten. Das Ding her. Ich wollte praktisch das dünne Gebälk oben drüber lassen. Eieieiei. Ich glaube, da muss ich noch mal eine Runde in mich gehen. Wir kommen sozusagen nicht zu dem Ergebnis oder zu dem Erfolg, den ich mir für heute gewünscht habe. Sollte praktisch aussehen, als wäre da oben versteckt. Hier ist es im X-Tel. Hier natürlich nicht, weil ja der außenliegende Balken anders läuft. Ja. Brauche ich so schlechtes Wetter. Na komm, geht mal auf die Dinger. Wir gucken uns einfach mal von unten an, wie es aussieht. Block. Couch kaputt. Muss ich eine neue bauen? Weil grundsätzlich sind das Höhen, wo man nicht mehr bis rankommt. Und dann springt man, nimmt irgendwelche Teile weg. Und dann fällt der ganze andere Mist hinterher. Oder das? So. So sieht's aus. Damit wir mal gucken, wie es ein bisschen heller wird da oben. So. Nicht vollflächig, sondern Fläche füllen. Einen falschen genommen. Ja. Zack. Zack. Ja. Was sagt ihr denn? Ich find's noch nicht wirklich so, dass man es verkaufen kann. Klingt immer so lustig, verkaufen, aber ja, wisst schon. Leichte andere Farbe. Hellbrauner Adobe. Zack. Wenn der färbt, da sind wir so Unterschiede. Mal sind ein paar Ecken frei, mal lässt er sie zu. Ja. Ah, ich glaube, da muss ich mal noch ein bisschen spielen. Gefällt mir sozusagen noch nicht so wirklich. Ist das jetzt hier gefärbt?
Mensch, Spiel, du musst doch wissen, dass man bei dem Wetter keine Lust hat zu bauen. Und das guck ich mir nochmal an. Sieht zu jetzt nicht mehr so schön aus. So, und hier müssen wir dann jetzt halt sehen. Also entweder, oh, Sonne kommt raus. Oh. Da ist jetzt ein Schummelblock drin. Nein. Ups. Jetzt alles Schummelblöcke. Ah, wir sind praktisch eine ganze Blockreihe höher gekommen jetzt, ne? Schon in den Außenrahmen. Blödup. Die Frage ist dann halt, bauen wir hier außen noch eine Reihe höher, das Dach, das Vordach? Dann wird natürlich der Lichtschacht elendig hoch. Ist ja jetzt schon eine halbe Reihe höher, als es sollte. Und hier die Fläche ist ja eigentlich nur da für die Solarzellen. Ja, leider bin ich kein Architekt, sonst hätte ich das bestimmt vorher bedacht. So. Sonst hätte ich das bestimmt vorher bedacht. Bedacht im wahrsten Sinne des Wortes. So. Was wir definitiv brauchen, wir brauchen die Leiste. Fensterschräge Füller, Fensterschräge Füller Ecke. Ganz wichtig, sonst fällt uns das Dach nämlich auf den Kopf. Also ich finde schon genial, dass es die Plöcke gibt. So. Weil sonst hätte man nämlich hier in dem verdammt langen Rahmen außen ringsrum Fensterschräge Füller 02, Füller 01. So, das eine ist mit, das andere ist ohne Kante. Stimmt. Wieder? Hier hat man nämlich die Ecken noch mit drin. Ja, notfalls können wir sie dann austauschen. So. Weil ohne die kannst du nämlich das Dach nicht so bauen, wie du es möchtest. So. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man das Dach ganz flach bauen könnte oder so schräg. Aber das habe ich schon mal versucht. Das ist irgendwie... Mensch. So.
Das ist die Frage, wie sieht es von unten aus? Also ein bisschen was von Gefängnis, oder? Ich bin heute so gar unzufrieden damit. Sprich, auch hier muss ich wieder puzzeln. Ja. Es ist vollbracht. Es könnte sogar funktionieren. Oh, den ist noch falsch. Naja, das ist halt nicht dasselbe. Man sieht ja, eine Ecke ist ein bisschen größer. Aber das ist halt geschuldet dem, dass ja die Rahmen hier drunter sind, damit das Dach hält. Wie sieht es denn aus, wenn ich den Rahmen wegnehme? Man sieht's halt. Man sieht's halt. Gut, dann tue ich halt einfach so, als würde ich es nicht wissen. Oder? Wie? Also, warum macht er die Drehung so komisch? Ja, es ist das Schlafzimmer. Da gucken wir sowieso nicht nach oben, oder? Da guckt man ins Kopfkissen. Ja, weil ich tue schon wieder nur den Sauerkraut anpinseln. Ach so, so geht das schon. Anders ist es halt nicht machbar. Außer wir... Achso, das eine hier noch tauschen. Brauchen den, ne? Diesen Block. Ja. Gut. Schön. Hier ein Dach, was halbfertig ist. Hier ein Dach, was so, naja, in etwa. Puh. Eine richtige Menge wird dann halt nochmal das aufwerten. Wie es von unten aussieht. Da. Wupp. Und jetzt alles. Der Knick da drin sieht immer noch grausam aus. Aber ich möchte doch das Glasdach haben. Ich möchte doch das Glasdach da oben drin haben. So geht's rum wieder rum, aber von hier aus. Hm. Nö, 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 nö. Wohl, ja. Da darf es halt nur niemanden zeigen, die Hütte. Gut, ich könnte das Dach komplett voll machen, dann ist das Haus einfach nach oben voll. Da gibt es halt das Glasdach nicht. Vielleicht können wir dort ja eine Beleuchtung reinmachen. So als indirekte Beleuchtung. Also richtig viel Beleuchtung gibt es in 7 Days ja nicht. Zumindest nichts, was halbwegs sinnvoll ist. Haben wir noch so eine Laterne irgendwo? Die Laterne, lila. Das sind die falschen. Da
sind die Laterne, die. Bist du dann Vermögen? 1, 2, 3, 4, 5. Eins davon. 1, 2, 3. Ah ja, vielleicht seid ihr gleich Zeuge, dass ich mich gegen das Dach entscheide. Hier mal davon. Wenn ich nämlich sage jetzt, ich reiß das einfach mal. Muss wieder hochgehen. Bin ich wieder zu klein. So, wenn ich das hier wegmache. Ich krieg doch klein zu viel hier. Ja. Lass mal weg, Mensch. Das hier her und das dorthin, zack. Wir sind doch zwei Blöcke hoch. Na gut, dann wird das wieder nichts mehr. Na gut, wir können ja oben drauf was machen. Gibt doch... Quatsch. Die V-verschobenen Platten. Die. Und zwar... Ah, das ist aber doch mit so einem... Raster, was wie doof ist. Mach mal hin, dass wir das mal sehen. Wir machen es einfach mal hin. Ein Nachteil ist, in der Mitte ist der Spalt wieder größer als obendrauf. So. Siehst du, ich hätte die Laterne auch mal bauen sollen, vielleicht. Kann ich die auf der Tasche bauen? Nee, ne? Durch. Kann. So, hüpf. Latte. Falsche. Diese. Dann... Ich das ganz kirre, das Spiel. Lila Laterne. Das Dumme ist... Wie lange braucht ihr jetzt? 48 Sekunden. Das Dumme ist, die Laterne kann ich halt nicht mit dem Schalter ein- und ausschalten. Aber wir können ja eventuell die Dinger schon mal anmalen. Einfach nur, damit wir mal sehen, wie es farblich wirken könnte. Keine Ahnung, was der jetzt wieder anmalt und warum. Nee, das ist doof. Weil das zu grob ist. Und eine feinere Struktur haben wir halt nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Alle Seiten anmalen?
damit na immer komplett färben. Und jetzt einzeln und nicht alle. Wir brauchen ja den Schatten dazwischen. Oh, ist Nacht. Kommen sie bestimmt gleich gerannt. So. Mindestens haben wir die Schattenkante. Bei den Blöcken jetzt hier nicht, aber ist unsere Laterne jetzt endlich fertig. Mal sehen, wie oft ich noch rüberrennen muss. Bei einer wird es nicht bleiben. Aber wir können ja trotz alledem mal schauen, wenn gerade jetzt, wenn es Nacht ist, können wir ja mal schauen, wie es wirkt. So, dann gib uns mal die Laterne her. Ich könnte ja mal die Glühbirne probieren. So, mach mal hier ein Hütli aus. Nicht wirklich, oder? Ist gefühlt nicht dasselbe. Selbst wenn ich das oben alles schwarz machen würde. Naja, 7Days ist halt nicht bekannt dafür, ordentliche Beleuchtung herzustellen. Haben sie irgendwie noch nie so richtig hinbekommen. Wenn, das sind immer Kernschlagschatten oder Kernschlaglicht. Ich hoffe, das malt jetzt wirklich bis unten durch, dass wir wirklich eine ordentliche Kante sehen. Macht kein schönes Licht. Wird irgendwie nicht besser. Na gut. Ihr seht, ich kämpfe noch mit meinen Dämonen und meinem Monk. Ich baue und bastle mal noch ein bisschen rum, mal schauen, wie ich mich letztlich entscheide, was es wird. Vielleicht reiße ich das Dach auch ab und mache ein Flachdach hin. Wir werden sehen, oder ihr werdet sehen. Gut, dann danke ich euch trotzdem fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Zumindestens, dass ihr es lange durchgehalten habt, wenn ihr es lange durchgehalten habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Runde, dann aber definitiv nicht Dachbau. Gut, dann in diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.